46 Heiligabende, eine Weihnachtsgeschichte für Jung und Alt von Erich Kästner mit Bezügen zu Vergangenem, aber auch zur Gegenwart. 45 Mal hintereinander habe ich mit meinen Eltern zusammen die Kerzen am Christbaum brennen sehen, als Flaschenkind, als Schuljunge, als Seminarist, als Soldat, als Student, als angehender Journalist, als verbotener Schriftsteller. In Kriegen und im Frieden, in traurigen und in frohen Zeiten. Vor einem Jahr zum letzten Mal, als es Dresden, meine Vaterstadt, noch gab. Diesmal werden meine Eltern am Heiligabend allein sein. Im Vorderzimmer werden sie sitzen und schweigend vor sich hinstarren. Das heißt, der Vater wird nicht sitzen, sondern am Ofen lehnen. Meine Mutter tritt ans Fenster und schaut auf die weiß bemützten Häuserruinen gegenüber. Am Neustädter Bahnhof pfeift ein Zug, aber ich werde nicht in dem Zug sein. Dann wird sie in ihren Kamelhaarpantoffeln leise und langsam durchs Zimmer wandern und meine Fotografien betrachten, die an den Wänden hängen und auf dem Vertiko stehen. In den Büchern, die ich geschrieben habe und die sie auf den Tisch gelegt hat, wird sie blättern. Seufzen wird sie und vor sich hin flüstern. Mein guter Junge. Und ein wenig weinen. Nicht laut, obwohl sie allein im Zimmer ist, aber so, dass ihr das alte, tapfere Herz wehtut. Wenn ich daran denke, ist mir, als müsste ich hier in München auf der Stelle vom Stuhl aufspringen, die Treppen hinunterstürzen und ohne anzuhalten bis nach Dresden jagen. Aber ich werde nicht die Treppen hinunterstürzen. Ich werde nicht durch die Nacht nach Dresden rennen. Es gibt Dinge, die mächtiger sind als Wünsche. Da muss man sich fügen, ob man will oder nicht. Man lernt es mit der Zeit, dafür sorgt das Leben. Sogar von euch wird das schon mancher wissen, vieles erfährt der Mensch zu früh und vieles zu spät. Meine liebe Mutter, nun bin ich doch selber schon ein leicht angegrauter, älterer Herr von reichlich 46 Jahren, aber der Mutter gegenüber bleibt man immer ein Kind. Mutters Kind eben. Ob man 46 ist oder Ministerpräsident von Bischofswerda oder Johann Wolfgang von Goethe persönlich, das ist den Müttern, Gott sei Dank, herzlich einerlei. Später wird sie sich eine Tasse Malzkaffee einschenken, aus der Zwiebelmusterkanne, die in der Ofenröhre warm steht. Dann wird sie ihre Brille aufsetzen und meinen letzten Brief noch einmal lesen und ihn sinken lassen und an die 45 heilige Abende denken, die wir gemeinsam erlebt haben. An Weihnachtsfeste besonders, die weit, weit zurückliegen, in längst vergangenen Zeiten, da ich noch ein kleiner Junge war. Meine Mutter in Dresden wird also an vergangene, glücklichere Weihnachten denken. Und ich in München werde es auch tun. Erinnerungen an schöne Zeiten sind kostbar wie alte goldene Münzen. Erinnerungen sind der einzige Besitz, den uns niemand stehlen kann. Und der, wenn wir sonst alles verloren haben, nicht mitverbrannt ist. Merkt euch das, vergesst es nie. Während ich am Schreibtisch sitze, werden meiner Mutter vielleicht die Ohren klingen. Da wird sie lächeln und meine Fotografien anblicken, ihnen zunicken und flüstern. Ich weiß schon, mein Junge, du denkst an mich.